So, pass mal auf. Und zwar machen wir das jetzt mal. Ja, komm, wir machen es direkt so, wie die Segel auch eigentlich hinkommen würden. So, da ist die Halterung dran. Dann habe ich das bei mir so gebaut, dass zwei diagonal rausgehen. So. Und dann hatte ich bei mir das erst so gehabt. Ich gehe nochmal eben runter für die Zuschauer. Dann habe ich das bei mir so gehabt. Also da gehen die raus, geht das Segel raus. Und dann gehen zwei nach oben und dann werden wieder zwei diagonal zurückgegangen. Und das habe ich hinterher gesehen, dass das scheiße aussah, weil das zu schmal war. Das heißt, mein Vorschlag wäre jetzt, nicht zwei geradeaus gehen lassen, mindestens vier, ich würde aber eher sagen fünf. Und dann gehen hier wieder die Diagonalen zurück. So. Und hier würde jetzt wieder das Zaunelement drankommen an dem oberen. Okay. So, jetzt tue ich mir das auch nochmal an. Ja, das sieht besser aus. Das sieht besser aus. Jetzt könntest du natürlich noch überlegen bei der Konstruktion. Ja. Na, nee, ist gut so. Nee, ich glaube, ich würde es so lassen. Ich hatte jetzt überlegt, weißt du, ob man in der Mitte nochmal zwei rausgehen lässt, aber dann ist das, dann geht die Form ja schon wieder weg. Weil dann würdest du ja drei diagonal gehen. Also so würde ich sagen, wäre das ganz gut, das Segel. Ne? Weil wenn du mal von der Seite guckst, zwei nur hoch und dann zurück, ne? Das sah total scheiße aus. Das ist das, was ich bei mir auch noch ändern muss. Hast du die Segelform gesehen? Ja, habe ich gesehen. Und was meinst du? Ja, kann man machen. Oder hast du noch eine bessere Segelform? Nö. Weil ist ja eigentlich dann ganz gut, ne? So hab ich's schon mal ausprobiert bei mir, ne? Und dann konnte ich auch sagen, was scheiße aussieht, ne? Mhm. Also wolltest du die so übernehmen? Ja. Ja, dann kannst du ja machen. Ich glaube, das ist wirklich am besten. Auch vor allem, wenn man von weiter... Wir stehen ja jetzt direkt davor. So, und vor allen Dingen auch, wenn man von weiter weg guckt, ne, und auch von... Ja, die Größe muss sein, das sehe ich. Allein schon, wenn ich jetzt mich an diese... Hier an die andere Seite stelle, ne, sehe ich das schon. Die Größe musst du haben. Es muss auf jeden Fall... Was haben wir jetzt? 5 hoch, ne, in der Mitte. 1, 2, 3, 4. Die muss er auf jeden Fall haben. Ganz ehrlich? 1, 2... Hör mal, wenn... Nee, falsch. Zwei warum raus. Falsch? Nee, Moment. Nein, ist richtig. Entschuldigung. Ist richtig. Pass mal auf, Frau Stieglitz. Nee, warte mal eben. Hör mal, komm mal hier hin. Ganz ehrlich, für das unterste Segel, ne? Ja. Ganz ehrlich, fürs unterste Segel, ne? Noch zu klein, oder? Ob man vielleicht noch ein, zwei drauf gibt von der Höhe? Ja. Für das unterste? Also noch weiter raus, oder das? Nee, hier von der Höhe her. Das war statt 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ob man da 6 oder 7 nimmt fürs unterste? Wenn es ausprobieren. Aber ganz ehrlich, wenn ich das mir von hier aus angucke, ne? Dann könnte das für das unterste, was ja das größte Segel ist, ne? Ja. Zu klein sein. Wie viel hast du jetzt? Ich habe jetzt 3 nachgesetzt. 3 nachgesetzt? Nach oben. Ja, wie viel hast du denn jetzt insgesamt? 8. 8? Ja. Also hast du 3 nochmal hinzugefügt. Ja. Ja, richtig. Weißt du was? Ich glaube, kannst du lassen, 3. Jetzt hast du zwar noch einen mehr hinzugefügt. Was? Wie ich dachte, weil ich ja sagte, ne, so 1, 2 mehr. Aber ganz ehrlich, vom Verhältnis her, ne? Ja. Ich glaube, kannst du lassen. Okay.
Ja, es ist ja das größte Segel. Oh. Oder vielleicht doch ein weniger? Sonst ein weniger. Nee, ganz ehrlich, mach ein weniger. Mach den obersten wieder weg. Ja, man, das ist eben halt, ne? Man muss es ausprobieren. Also dann hast du im Prinzip 2 nachgefüllt, ne? Statt 5 hast du dann da 7. Genau, das ist besser. Genau, den einen weniger. Und dann passt das ganz gut. Und dann könntest du... Also das nächste Segel machst du ja dann auf beiden Seiten 2 Blöcke von der Breite her schmaler, ne? Ja. Und dann ist die Frage von der Segelhöhe. Also immer davon aus... Also die Diagonalen bleiben immer gleich, aber von dem, was senkrecht geht... Jetzt haben wir da 7. Ja. Achtung, Zombie. Hinter mir? Nee, nee, vor dir irgendwo. Ist wieder weg? Hab ich. Boah, das ist jetzt echt schwer, ne? Also, liebe Zuschauer, sorry, aber jetzt ist gerade ein bisschen Gehirnarbeit angesagt. Weil das ist eine ganz wichtige Phase. Wenn das verhauen wird, das wäre zu schade, ne? Weil der Stieglitz ist ja hier fleißig am Bauen. Weil, wenn das naja kacke ist, dann... ja. Also, das nächste Segel wird 2 schmaler. Jetzt ist die Frage, was man von der Höhe macht. Ich würde probier sagen. Mal aus, dann wieder. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Daneben. Jetzt. Weißt du, ich bin am Überlegen, ob wir dann von der Höhe her. Also bei dem Großen haben wir ja eine 7er Höhe. Bei dem Testaufbau ist eine 5er Höhe. Ob man dann da bei dem nächsten eine 6er Höhe nimmt. Oder eine 5er Höhe. Und das dritte dann eine 4er Höhe. Nur eine 4er Höhe ist das absolute Minimum. Weißt du was? Ich würde sagen, das machen wir. Wir kürzen das dann jeweils um 2 zum größeren. Also links und rechts, ne? 2 kürzen. Und von der Höhe her, von dem geraden Stück, auch 2 kürzen, dass du dann auf diesen Testaufbau hast, mit 5 hoch. Okay. Und mit dem obersten Segel, da kürzt du dann wieder um 2 und machst dann nicht 5, sondern 4 hoch. Aha. Weil 3 hoch ist zu wenig. Okay. Genau, so haben wir's. So, und jetzt gehe ich nochmal hier vom Schiff runter und guck mir dann nochmal... Achso, Moment, die Materialien. Wo hast du eine Kiste? Wo hast du denn hier eine Kiste? Da drinne, hier im... Hinten in der großen Kabine? Ja, genau. Ja. Ja, da ist eine Kiste. 42 und das und das. So, ich hab's wieder hingelegt. So, jetzt springe ich mal von Bord und guck mir das nochmal von weiter weg an. Ach ja, den Testaufbau habe ich jetzt so stehen lassen. Na, das kann man ja dann abbauen. Ja, ist egal. Ja, das war ja dann doch mal ganz hilfreich, dass ich da auch nochmal mit angefangen bin. Hui! Und, also an die Zuschauer, ne, also falls ihr hier denkt, mein Gott, das dauert aber lange, der Stieglitz ist da aber jetzt schon so viele Folgen dran am Bauen. Ich kann euch sagen, ich hab's ja jetzt selbst erlebt, wo ich es im Inselparadies, wo ich da auch angefangen habe, so ein Schiff zu bauen. Das ist nicht ohne. Vor allen Dingen, wenn man so baut, das Schiff. Das ist nicht ohne. Das dauert wirklich seine Zeit. Also Stieglitz ist jetzt nicht irgendwie lahmarschig dazu gange, sondern das ist wirklich ganz schön aufwendig, so ein Schiff bauen. Ist doch wahr, ne? Ja, das stimmt. Dauert. Weißt du was? Ja. Das sieht ganz gut hin? Aus. Das Einzige, was jetzt ein bisschen zu überlegen gewesen wäre, aber nee, das ist in Ordnung. Weißt du, jetzt bei der Höhe von 7 haben wir, ne? Ob man da in der Mitte nochmal hätte ein, ne, nochmal etwas bauchiger gehen lassen sollen. Aber nee, das ist in Ordnung so. Das ist in Ordnung so.
Okay. Das wäre sonst zu weit wieder rausgekommen. Nee, das ist gut so. Ja, das ist gut. Auch die Proportion stimmt. Ne? Und wie gesagt, da machst du hinterher den Mast dementsprechend höher. Ja. Und zwischen den Segeln, wie viel wolltest du denn zwischen den Segeln Abstand lassen? Von der Höhe? Zwei? Keine Ahnung. Was meinst du denn? Spontan hätte ich jetzt gerade gesagt 3. Okay. Ich weiß nicht, ob 2 reicht. Das könnte noch zu gedrungen aussehen. Okay. Nee, mach mal 3 Abstand. Ja. Mach mal 3 Abstand. Ich glaube, das ist besser. Also 3 nach oben Abstand, ne? Genau, richtig. Das also ja. Zwischen den Halteträgern von den Segeln 3 Abstand sind. Okay. Genau. Ne, weil die Trägerbalken sind ja schließlich wie in Minecraft üblich ja auch, ne? Einmal 1 Meter und dann werden 2 Meter Abstand, weil man muss ja mal gucken, weißt du, von wo aus man das Schiff betrachtet, ne? Und dann könnte 2 Meter Abstand, dass die Balken optisch zu dicht aufeinander liegen. Gerade von den Blickwinkeln, so leicht schräg von hier unten zum Beispiel, ne? Also da wäre dann 3 Abstand doch besser. Und wie gesagt, den Mast, also auch, ich sehe das hier vom Maßstab und auch, wenn ich daran denke, wie das Schiff bei mir im Inselparadies aussieht, also den Mast kannst du definitiv höher machen. Okay. Definitiv. Ne, weil allein vom ganzen Maßstab, wie groß das Schiff ist, von der Länge her und alles. Ah, okay. Das kannst du machen. Ah. Ja, aber das sieht doch schon aus. Wie weit soll ich denn hier rausbauen? Mit den nächsten Segeln. Du meinst von der Breite her? Ja, von der Breite her. Ja, so wie ich sagte, 2 weniger auf jeder Seite. 2 weniger. 2 weniger. Okay. Ja, habe ich. Genau, nach jeder Seite 2 weniger. Und dann haben wir ja gesagt, von der Segelhöhe, ne? Das, was gerade hoch geht, statt 7, dann auf 5. Mhm. Hast du jetzt diese 3 Meter Abstand? Ja. Ist gut. Ist gut. Ist genau richtig. Ist super. Das war eine gute Entscheidung, 3 Meter. Ne, man muss ja, ne, man kann ja viel in der Theorie labern und erzählen. Man muss es immer in der Praxis sich wieder angucken, ob es dann, ne, genauso gut aussieht, wie es sich in der Theorie anhört. Aber die 3 Meter ist genau richtig. Okay. Super. Ja, also wie gesagt, ihr seht, ich hätte schon fast gesagt, das Schiff wächst und gedeiht. Ne? Aber ich denke, die Zuschauer, ich meine, es gibt ja immer so Vollpfosten, ne? So dieses typische Beispiel, ne? So, ich habe den Shooter in 2 Minuten durchgespielt und da war ich minus 2 Jahre alt beim Vater im Sack gewesen. Da habe ich von da aus, ne, die Eier gesteuert. Aber ganz ehrlich, das ist schon echt gut. Und man sieht, wie aufwendig das ist. Ne? Und wo ich da, ne, im Inselparadies da angefangen habe mit dem Bauen, da habe ich mir natürlich auch des Öfteren gedacht, ne, boah, scheiße, in Grafsburg im Kreativmodus wäre natürlich jetzt viel, viel einfacher, weißt du, gerade in den Höhen zu bauen, ne? Aber andererseits muss man aber auch sagen, dass ja aber auch darin hier die Herausforderung besteht. Ne? Das stimmt. Ja. Ne? Das macht ja auch mal Spaß, ne? Dass nicht immer alles Kinderkacken-Baby einfach und leicht ist. Ne? Sondern dass man hier wirklich mit Kackgerüsten arbeitet, sich da entlanghangelt. Ne? Und wie gesagt, ich arbeite ja auch ganz gerne immer in diesen Höhen. So, und da jetzt 5 hoch, ne? Ja. Und somit ergibt sich hinterher auch die Höhe des Mastes ja automatisch. Ne, durch die Segel. Hör mal. Weißt du, hast du jetzt insgesamt 5 hoch? Ja. Gut. Weißt du, was ich jetzt am Überlegen bin? Was denn? Wäre das nicht geil, da auch einen Ausguck hinzumachen? Auf dem Mast? Okay. Weißt du, wo ich den hinsetzen würde vielleicht? Wo denn? Es ist die Frage, ob es aussieht, aber das könnte gut aussehen. Über dem zweiten Segel, was du jetzt baust. Okay, ja. Da, und dann dazwischen, oder? Genau, zwischen dem, was du baust, und dem letzten obersten Segel. Ah, okay. Dazwischen. Also, dass das letzte obere Segel oberhalb des Ausgucks ist.
Ja. Na, oder meinst du nicht? Ja, doch, kann man machen. Na, dann hast du da den Augen. Das ist auch so, weißt du, das ist auch ganz oft so bei den Segelschiffen dann so, ne? Dass dann da noch der Ausguck ist und da drüber noch das letzte Segel ist, ne? Alter, das wird geil, das wird geil. Das wird geil. Ich keine Wolle mehr. Gut, dass wir eine Schafsfarm haben, wa? Ja. Ah, das Wasser, also gerade auch jetzt so, ich muss sagen, dieser erste Mast, ne? Wenn da jetzt so die Segel drankommen, ne? Das ist eine ganz entscheidende Phase. Und da sieht man dann auch, also auch für die Zuschauer sehen dann auch, ne? Ein Vorwärtskommen. Weil das ist eine ganz entscheidende Geschichte da mit dem Segel.